Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76, wo Ritter Shin mir schon wieder in die Aufnahme quatscht. So ein Wahnsinn. Gut, dann Paladin. Hallo, Glückwunsch zum offiziellen Beitritt zur Bruderschaft. Es tut mir leid, dass keine offizielle Zeremonie möglich ist. Aber wie ich schon sagte, es gibt im Moment Wichtigeres. Ich habe erfahren, dass eine unabhängige Siedlung unsere Hilfe braucht. Eine Gruppe Blutadler erpresst die Bewohner und nimmt ihnen die Vorräte weg. Das Oberhaupt der Siedlung, Jenny Brown, hat weitere Informationen. Du findest sie in einem Lager aus Baumhäusern, das sie die Zuflucht nennen. Bin so gut wie da, Boss. Alles klar, Boss. Ich schätze deinen Eifer, anderen zu helfen, aber bitte nenn mich Paladin Ramani. Okay, Paladin. Ab Vectoriam. Auf zur Baumsiedlung. Zum Glück gibt's Schnellreise. So, dann wollen wir mal gucken, welche Blutadler hier schon wieder aufmüppen. Müppen wir mal mit. Hallo. Ich sollte was Süßes machen, um die Leute aufzumuntern. Wir haben Mehl, Zucker. Redkröten-Eier explodieren aber nicht nach dem Kochen, oder? Keine Ahnung, habe ich noch nicht ausprobiert. So. Ich frage mich, was heute alle machen. Dann wollen wir hier mal die... Trauen? Weiß ich nicht. Das sagst du mir. Tolle Aussicht hier oben. Aber die Mücken stören. Hallöchen. Was kann ich für dich tun? Ich bin im Namen der Bruderschaft hier. Du bist ja das süßeste Bruderschaftsmitglied, das ich je gesehen habe. Mein Name ist Jenny Brown und ich bin die Glucke dieser kleinen Familie hier in der Zuflucht. In letzter Zeit wurden meine Leute von einer Frau namens Dagger und ihren Blutadler-Raidern belästigt. Sie lässt meine Leute hungern und bedroht uns. Du solltest dir die Zeit nehmen, mit meinen Leuten zu reden. Ich bin mir sicher, sie können dir nützliche Informationen über Dagger geben. Okay. Dann schwing ich wohl mal zum Reden vorbei. Super. Sag Bescheid, wenn du noch was brauchst, Schätzchen. Alles klar, Mutti. So, dann wollen wir mal gucken. Mit wem reden wir zuerst? Mit was? Mit wem? Wie drückt es Miss Jenny aus? Oh, man kann nicht erstmal durchgucken hier. Das hört sich nach. War die nicht hier oben drauf? Ich höre die Wackelpuppe, aber ich sehe sie gerade nicht. Ah, die versteckte Kleine da hinten. Die, oh, sogar die gute. Die Anführerwaffenwackelpuppe. Bis hierher springen, oder? Ja, aber ich kann hier nochmal reingucken. Tup, 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 tup. Mach das Ding auf. Aha, aha. Vorratskammer hier. Mhm. Pfeile mitgenommen. Schön haben sie sich hier aber aufgebaut. Ja, warum nicht? Der Gartenzwerg, einfach Ding. Das sind sowieso die geilsten. Alleine wenn man die immer einsammelt. Immer dieses schöne Geräusch. So, haben wir hier unten noch irgendwas Interessantes? Okay, ich muss mal kurz wieder die Perspektive ändern. So. Dip, 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 dip. Damit der Staubsauger einmal staubsaugen kann. Wie, Staub? Oh, Waffen. Na, Red Way können sie behalten. Wasser, Stimpack, Sweat Axe. Das kann ich ihnen auch in Massen geben. Oh, da will ich ran. Da will ich ran. Ballistische Fasern. Kleber. Munition. Na gut, aber alles abgeschlossen. Gut, machen wir erstmal kurz ein bisschen leer. Okay, ich habe eigentlich nicht so gut wie nichts eingesammelt. Wir sind ja eigentlich nur am Quatschen.
So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Da haben wir den ersten Marker. Du bist jetzt anvisiert und angesprochen. Wow, tut mir leid, dass wir Fremden gegenüber misstrauisch sind. Ich bin wegen Dagger hier. Was weißt du über sie? Ich weiß, dass sie reichlich Leute hat und clever ist. Sie kennt unsere Handelsrouten und lässt ständig unsere Karawanen schikanieren. Ihretwegen wollen die Siedler nicht mit uns handeln, da sie fürchten, eigene Leute zu verlieren. Das verstehe ich. Daggers Leute machen es immer schwieriger für uns, die Vorräte anzulegen, die sie bei uns eintreibt. Ich glaube, sie sucht nur einen Vorwand, um uns zu töten. Wie bist du in der Zuflucht gelandet? Miss Jenny hat von den Leuten in Appalachia gehört und sich gedacht, dass das ein guter Ort wäre, um Handel zu betreiben. Diese verlassenen Baumhäuser schienen für uns der perfekte Ort, um unsere eigene kleine Oase zu erschaffen. So können wir unabhängig bleiben und trotzdem problemlos mit den Siedlern Handel treiben. Meistens. Es ist nicht wie in Georgia, aber die Luft... Okay, ich muss los. Ich glaube, von dir kriegt diese Decker, was sie verdient. Mit Sicherheit. Aber erstmal gucken. So, wollen wir schauen. Da hinten haben wir noch einen. Alle hops. Wie drückt es Miss Jenny aus? Oh, man kann nicht immer perfekt erhaltene Kuchen finden, aber man kann immer eine perfekte Erinnerung erhalten. Eigentlich ein guter Spruch. Mach hier bei uns bloß keinen Ärger, sonst finde ich dich. Willst du mir drohen? Hast du irgendwelche nützlichen Informationen über Dagger? Ich bin kurz nach einer der wöchentlichen Abholungen jagen gegangen und habe ihre Lieutenants verfolgt, um ihr Versteck zu finden. Ich verlor ihre Spur und konnte den genauen Standort nicht ausmachen, weiß aber, dass sie irgendwo im Südwesten sind. Wenn du sie findest, töte sie. Sie und ihre verdammten Blutadler nehmen uns Essen, Wasser und Stimpaks weg. Und alles nur, damit wir weiterleben dürfen. Warum lebst du gerne hier? Hoch oben in den Bäumen fühle ich mich sicher. Außerdem passt jeder auf den anderen auf. Wir geben uns Mühe, das Beste daraus zu machen. Wenn du uns hilfst, Dagger loszuwerden, können wir wieder in Frieden leben. Woher kennst du Jane Bro? Mein Partner und ich hatten uns in einem Gebäude versteckt. Dann hörten wir, dass Leute reinkamen und alles absuchten. Wir dachten, wir müssten kämpfen. Aber Miss Jenny nahm uns mit offenen Armen in ihrer Gruppe auf und bot uns einen Platz in der Familie an. Ich muss aufbrechen. Hilf uns, damit Dagger das bekommt, was sie verdient. So, dann wollen wir mal gucken. Hier hinten noch irgendwo einen. Stehen geblieben. Verzeih uns, wenn wir ein bisschen kratzbürstig sind. Die Leute hungern. Was kannst du mir noch über Dagger erzählen? Ich betreibe hier das Lager und muss mich jede Woche mit ihren Lieutenants rumschlagen. Sie haben irgendwelche tollen Raketenwerfer, mit denen sie hier alles ohne Probleme in Stücke sprengen könnten. Sie und diese Blutadler-Raider sind auf jeden Fall zu stark für uns allein. Irgendwer muss etwas gegen sie unternehmen. Ich hoffe, du machst das. Tollen Raketenwerfer? Raketen for free. Ach, mein Herz lacht, wenn ich das höre. Warum wolltest du in Baumhäusern leben? Das ist bestimmt die coolste Bude in der Apokalypse. Ich bin stolz darauf, dass das mein Zuhause ist und diese Leute meine Familie sind. Warum hast du dich Jane Bro angeschlossen? Ich war von bösartigen Maulwurfsratten umzingelt, als Mitglieder von Miss Jennys Familie mich fanden. Sie haben mich gerettet. Ich dachte mir, ich könnte etwas Schutz gebrauchen. Jetzt müssen wir uns nur noch um Dagger kümmern. Ich muss gehen. Schnapp dir diese Dagger und bring mir mein Insta-Püree zurück, okay? Mal sehen, vielleicht esse ich ihn noch selber. Na, komm, Insta-Püree kannst du haben. Ich esse meine Erzfeinde viel lieber. Alias Maulwurfsratten. So, wo ging's hier hoch hier? Komm nicht auf dumme Gedanken. Ich bin der reinste dumme Gedanke manchmal. Sobald die Leute die ersten Kinder haben, brauchen wir Geländer an diesen Brücken hier. Hoffentlich hat es dir gefallen, uns kennenzulernen. Wir sind friedlich und wollen niemandem Probleme machen. Also, hilfst du uns?
Muss ich sonst noch irgendetwas über Decker wissen? Außer, dass sie wahnsinnig und eine Gefahr ist? Sie hat diese loyalen Lieutenants, die bereit sind, sie mit ihrem Leben zu beschützen. Ach. Würden sie ihr nicht überall hin folgen, hätte ich schon versucht, sie unter die Erde zu bringen. Du hast hier eine Familie mit Zusammenhalt, Jenny. Das kommt im Ödland nicht oft vor. Schön, dass du erkennst, wie besonders meine Leute sind. Die Familie ist das Wichtigste, was man haben kann. Vor allem hier im Ödland. Ich werde alles tun, um sie zu beschützen. Ich helfe gerne. Oh, danke. Ich wusste doch, dass du nicht nur ein angenehmes Äußeres hast. Sei bitte vorsichtig. Dagger und ihre Lieutenants sind gefährlich. Okay, dann wollen wir mal gucken. Ich sollte finde das Versteck der Blutadler. Sonstiges untersuche Barclay Springs. Untersuche Barclay Springs, aber... Spielzeit, das heißt, das will ich nicht. Daggers Unterschlupf. Na, dann gehen wir da mal gucken. Da waren wir ja schon mal. Schon vor... Boah... 100 Folgen, gefühlt. Hatten uns das ja schon mal alles angeguckt. Dann wollen wir mal zu Deckard gehen. Zugekettet. Problem gelöst. Genau. Fesselt und klebet mich. Ich versteck mich doch nicht. Da muss ich auch nicht traurig werden. So, dann wollen wir hier nochmal aufmachen. Wir wollen sie doch mal ein bisschen begrüßen hier. Du hast mich gefunden, ne? Dann komm. Ka-fucking boom. Das kann ich auch. Ka-fucking boom. Guck mal hier. Ka-fucking boom. Warum habe ich der jetzt gar keinen Schaden abgedrückt? Irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt hör doch mal auf, da drinnen Granaten zu schmeißen. Die kann ich auch schmeißen. So, versuchen wir es nochmal. So, jetzt holt ihr mir hier nicht... Nee, die helfen dir nicht. Hilfe kommt immer zu spät. Hoppala. So. Irgendjemand schießt mal mit einem Raketenwerfer auf mich. Oh. Was Legendäres. Incoming. So, wo bist du? Na, das Fleisch können wir uns nochmal mitnehmen. So. Ein Pirschers Vorschlaghammer. So, einmal leergeräumt hier. Und dann wollen wir mal. Hörst du mal auf hier, Gatling Laser zu benutzen? Schlimm, 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 dass du dafür überhaupt Munition hast. So, hier war das ja irgendwo mit dem. Hier. So, Deckards Unterschlupf. Beitreten. Besiege alle Blutadler Raider. Kein Thema. Oh. Die machen Hahnkämpfe. Wie cool. Die machen Hahnkämpfe. Hier draußen gibt's nichts Gutes. Genau, hier draußen gibt's nichts Gutes. Außer kritische Schläge gegen Köpfe. Aber die machen Hahnkämpfe. Wie cool ist das denn? Na, wenigstens noch mal ein bisschen Hähnchen. Das andere Hühnchen ist leer. Das haben sie schon ausgeschlachtet.
War's das? War ja draußen mehr los. Wo sind denn ihre Gesindel und so? Ihre Leutnants? Oh, den habe ich hier hinten erwischt. Mann, da war aber ein Bullseye. Mit dem Watz. So, gucken wir uns mal hier unten um. Hier soll das ja irgendwo sein. Okay. Der hat sogar eine Rakete. Und Müll. Aber wo kam der her? Schlüssel erforderlich. Questmarker hilft. Schlüssel zum Thronsaal. Die 10 mm, naja. Das war keine Falle, das war... Das ist einfach abgeprallt von der Rüstung. Oh, das geht noch weiter runter. Der ganze Leutnant. Okay, noch seid ihr weiß. Ich glaube, ich sollte erstmal mit ihr reden. Töten und sterben. Frei nach Sieh an, sieh an. Die Bruderschaft hat eine ihrer Marionetten Nicht geschickt, um meine Waffen zu holen. Weil ich beeindruckt bin, dass du meine Leute erledigt hast, erlaube ich dir ein paar letzte Worte. Wähle sie mit Bedacht. Dumme Siedler. Woher wusstest du, dass ich zur Bruderschaft gehöre? Du meinst, abgesehen davon, dass du hier total großspurig aufgetaucht bist? Oh, ich habe überall Augen. Bin gerne gut informiert. Waffen? Welche Waffen? Ich bin im Namen der Zuflucht hier. Oh, scheiße. Du hattest keine Ahnung von den Waffen? Auf der Kiste, in der sie kamen, war vielleicht ein Bruderschaftsabzeichen. Aber jetzt gehören sie uns. Lass dir nicht einfallen, hier aufzutauchen und Forderungen zu stellen. Du wirst uns diese Waffen nicht wegnehmen. Töten und sterben. Frei nach Darwin. Jegliches Eigentum der Bruderschaft sollte jetzt sofort übergeben werden, zusammen mit den Vorräten der Bewohner. Wie schon gesagt, die Waffen gehören nicht mehr der Bruderschaft. Ich habe kein Eigentum von ihr. Und sag diesen Siedlern, dass sie dafür bestraft werden, die stählerne Bruderschaft gerufen zu haben. Okay. Stärke plus 12. Ich habe all diese Leute umgelegt und dich werde ich auch umlegen, wenn es sein muss. Oh, scheiße. Wenn mir eins noch wichtiger ist als meine Sachen, dann mein Leben. Hier. Der Schlüssel zu unserem Versteck. Sag deinen Leuten, dass sie sich aus meinen Geschäften raushalten sollen. Okay. Das war's? Bruderschaft. SB Waffenversteck. Nichts in diesem Ödland bringt Daggers Bande zu Fall. Glaub nicht, du kannst uns verarschen. Die Vorräte der Zuflucht. Diese Weicheier waren einfach reif für die Ernte. Impulsgranate und Buffout. Und was hast du zu sagen? Wer nicht vor Dagger kniet, muss sich vor mir verantworten. Ich knie nicht. Leben in ihren Kinderbaumhäusern. So, bring Jane Bro die Vorräte Daggers zurück. Thron Gib Jane untastbar. Jenny die Waffen aus dem SB-Arsenal. Okay. Mal gucken. Wäre eigentlich gar nicht so verkehrt, aber eigentlich nicht Bruderschaft-like. Aber es wäre das Richtige. Schwierig. Na gut, uns wurde ja nicht gesagt, dass wir Vorräte zurückbringen sollen. Wir legen die Sache halt so ein bisschen für uns aus. Hi. Ja, hi, geh mal aus dem Weg. Konntest du Dagger schon einen Besuch abstatten? Sieht
aus, als würde es Regen geben. Ja, eigentlich schon, ne? Also, eigentlich, uns wurde ja nur beauftragt, quasi, denen zu helfen. Nicht das Eigentum zurückzuholen, das wussten die ja noch nicht mal. Das heißt, wenn wir Stillschweigen bewahren, dann kommen wir mit einem blauen Auge maximal davon und die Siedler können sich ein bisschen besser verteidigen. Ich habe deine Vorräte und diese Waffe. Benutze sie, um deine Leute zu beschützen. Oh, was für eine Waffe. Ich kann kaum erwarten, sie auszuprobieren. Danke für deine Hilfe. Ich sollte Hoffentlich hat die Bruderschaft machen, nichts um die dagegen, dass wir sie haben. Wir haben Mehl, Zucker. Okay. Red-Kröteneier explodieren aber nicht nach dem Kochen, oder? So, und dann einmal zum Paladin zurück. Ich mag den Nebel nicht. Bin ich ja jetzt echt mal gespannt. Mich würde auch interessieren, ob, wenn wir jetzt die Waffen bei der Bruderschaft abgegeben hätten, ob wir sie nicht erhalten Keine hätten. Keine Sorge wegen der Bots. Das wäre nämlich auch nochmal so eine Möglichkeit, die bestehen könnte. Aber ich glaube, das werde ich dann mit dem anderen Char nochmal ausprobieren. Das heißt, ich werde dir dann nur die Vorräte geben. Unsere Patrouille hat Lass diese Mutation sie behandeln. Sie muss was Interessantes gesehen haben, dass du deshalb extra zu mir kommst. Interessant nicht. Eher besorgniserregend. Einen Moment bitte. Ritter Shin erstattet gerade Bericht. Red weiter, Shin. Wie gesagt, eine unserer Patrouillen stieß auf einen Lagerraum der Raider. Bevor sie vertrieben wurden, sahen sie mehrere Kisten mit dem Abzeichen der Bruderschaft. Ah, diese Kisten enthalten wichtige Ausrüstung. Wir haben sie nicht genutzt seit... Seit diesem Kampf. Halten wir uns nicht mit Kleinigkeiten auf. Es ist von großer Wichtigkeit, dass wir diese Kisten von den Raidern zurückholen. Wir müssen mit den Leuten in Crater reden. Vielleicht sind die angenehmer als die anderen Raider, denen wir begegnet sind. Willst du diese Ausrüstung etwa wirklich den Raidern überlassen? Reden wir später darüber. Wir haben unseren Neuzugang lange genug warten lassen. Konntest du den Leuten in der Zuflucht helfen? Ich habe Dagger dazu gebracht, die Vorräte herzugeben und sie dann zur Zuflucht gebracht. Ausgezeichnete Arbeit. Du hast die Bruderschaft würdig vertreten. Würdest du erklären, wie du einen Haufen tollwütiger Blutadler überzeugen konntest? Unser Neuzugang hat dein Misstrauen nicht verdient, Ritter. Eine Lösung ohne Blutvergießen ist das Beste überhaupt. Oh, gibt es sonst noch etwas zu berichten? Oh, komm. Bin ich jetzt ehrlich oder bin ich es nicht? Komm. Ehrlichkeit, wer ehrlich ist, ne? Ehrlichkeit währt am längsten. Deswegen, Dagger hatte auch eine Kiste mit Waffen der Bruderschaft. Eine davon habe ich der Zuflucht gegeben zur Selbstverteidigung. Die Blutadler auch? Tragen diese Kisten unser Abzeichen? Wenn unsere Waffen auf mehrere Gruppen verteilt sind, ist das ein ernstes Problem. Eines, das der Neuling mit seinem unklugen Geschenk noch verschlimmert hat. Ich unterstütze diese Entscheidung. Die Bewohner werden diese Waffe nicht in böser Absicht gebrauchen. Eine Waffe sorgt für keine Krise. Doch die Raider haben ein ganzes Lager davon. Das dürfen wir ihnen nicht überlassen. Wo kommen diese Waffen her? Wir haben sie auf unserer Reise durch Appalachia gefunden. Sie wurden uns durch unerwartete Umstände entrissen. Irgendwann erkennen Sie das nicht. Mehr muss ein Anwärter nicht wissen. Ich beantworte hier die Fragen, Ritter. Ritter Shin hatte früher mit Raidern zu tun? Die Bruderschaft hat Shins Heimatstadt vor einem Raider-Überfall gerettet. Damals hat Ritter Connors ihn bei uns aufgenommen. Seitdem hat es weitere Zwischenfälle gegeben, aber... Dies ist nicht missionsrelevant. Vielleicht kannst du ihn ein andermal dazu befragen. Lass das lieber. Verstanden. Gute Arbeit. Wegtreten. Ad Victoriam.
So, dann wollen wir noch mal gucken, ob wir noch irgendwas gekriegt haben. Bevor wir uns dem nächsten widmen. Hellsturm-Raketenwerfer. 6 Raketen. Genius. So, der Hellsturm-Raketenwerfer. Ja. Der neue Raketenwerfer. Haben wir hier eine Waffenbank? Irgendwo bestimmt. Keine Ahnung wo, aber ich werde eine finden. Ich will mal kurz gucken, ob wir schon modifizieren können oder nicht. Oder ob wir das uns noch freischalten müssen. So, gucken wir mal. Das ist mir jetzt klar. Der Hellstrom-Raketenwerfer. Ja, Standardlauf. 2 von 8 haben wir. Warum haben wir 2 von 8? Ich hab doch gar nichts. Na gut. Aber wie gesagt, ein neuer, schöner Bruderschaftsraketenwerfer, der sowieso übelst buggy sein soll. Da bin ich aber echt gespannt. Hoffentlich treffe ich sie mal persönlich. So, machen wir mal einmal so. Aber ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht, kriegen wir, wenn wir den jetzt kaputt machen, kriegen wir jetzt dann noch ein bisschen mehr oder nicht? Wir haben ja selber noch einen Raketenwerfer. Wo ist denn, ah, Moment, ich mach mal erstmal hier ein bisschen was kaputt. Den Hellstrom machen wir noch nicht im Eimer. So, denn wir haben ja noch einen eigenen. Wie viel Schaden macht unser? Bunkerbrecher macht 823. Okay, da kann der Hellstrom nicht mithalten. Das heißt, diesen verwerten wir. Aber die Raketen, die können wir ja selber schön verwenden. Und mein Raketenwerfer ist schon wieder buggy. Egal. Gut. Schade. Das heißt, der ist erstmal weg. Ich hoffe, wir kriegen den Bauplan dafür für ein Legendary. Weil der würde mich schon sehr stark interessieren. Gut, dann machen wir jetzt hier ohne Raketenwerfer erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.